Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Black Wall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Was der Haken? Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. So. Mit den Daten. Also, die Uhr tickt. Ich meine, wir wollen Brigitte. Obwohl, wollen wir sie jetzt überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ach, letzte scheiß drauf. Letzte Chance. Entscheide dich. Ja, ich schenke dir die Daten, okay? Okay, mach schon. Ich wusste, wir werden uns noch einig. Wie kannst du auf den Scheiß reinfallen? Wir können ja nicht sterben, glaube ich. Oh, fast vergessen. Die Söldnerin geht. Sie gehört jetzt zum Team, also seid nett zu ihr. Keine Probleme, ja? Viel Glück. Hab das Gefühl, wir sehen uns wieder. Ich hab mich verkauft. Egal. Was soll der Scheiß, wie? Du bist off. Ich konnte nichts sehen. Sind Brigitte und der andere Typ wieder zurück? Woher weißt du? Ja, Maman B. ist wahr. Sehr gut, denn ich muss mit ihr reden. Und was ist mit Nightwatch? Ist erledigt. Sprich draußen mit meinen Leuten. Und jetzt wieder zurück? Sollen dich zu Placid bringen. Gehen wir. Okay. Da ist wie aber mal clever und hinterfragt. Bei Watch Dogs hat einer gesagt, Gruppe XY lügt, glaub lieber mir und die so, okay, ja. Gut, wir haben dem Typi jetzt, der sogenannten Agentin, haben wir jetzt auch geglaubt, obwohl ich nicht denke, dass das die richtige Entscheidung war. Aber... Was hast du in der Gym gemacht? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Wird er durchkommen? Du solltest dich um dein Leben sorgen, nicht seins. Ist er das? Ist das der Skoplutscher, den ihr zuerst in den Tod geschickt habt? Sag, was passiert ist, sonst breche ich dich auf und sehe nach. Hör zu, ich bin nicht übergelaufen. Ich bin neutral. Wir hatten nur einen Deal. Hab gemacht, was mir aufgetragen wurde. Nur atme ich noch, statt abgekratzt zu sein. Und das passt dir nicht. Busen ist die Beat. Glaubst, bist schlauer als das Netzschwein? Nimmst seinen Pimmel, schluckst und kommst grinsend zurück. Affe, wir müssen runter. Ich kenne Networks Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agenten?
Dann schieß ihr in den Kopf. Wer weiß, was sie in sie gepflanzt haben, ob ihr System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war, wie viel es wert ist. Doch, hab sie gescannt. Normale, dreckige Ragnon. Alle, meine Munion an Kavua. Komm mit mir. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast etwas für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Ich kann den nicht geben. Deshalb redest du endlich mit mir? Weil du weißt, dass ich den Biochip hab? Nicht, weil ich deinen Arsch gerettet hab? Wäre ich ein normaler Ragnon, dann hättest du mich schon erledigt. Placide dachte, du wärst gewöhnlicher Straßendreck. Deshalb hat er dich ausgesucht. Doch du wusstest vom Chip und bist trotz der Gefahr in die Gym gegangen. Mhm, genau wie du. Aber ich habe es alleine rausgeschafft. Der Biochip ist kaputt. Deshalb bin ich hier. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt ihr was? Ah, die Puppe, die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich, aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Hab wohl keine Wahl. Komm. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Hier lang. Wieso wusste Placide nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Ist an der Wand schön aus. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placide ist... Yonbet de Bas. Ich will auch so Wand-Tattoos, die leuchten. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt? Seltsam. Hat er dich gescannt? Hä? Nein. Wieso? Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein. Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Net brach es nach dem Krieg zusammen. Viré Courant! Das ist ja wie auf einer Raumstation. Tout le bagage paré. Nous allons commencer. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren.
Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecte. Connection stop. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel. Wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Oh, tun wir's. Leon qui parle protéger lui. Leon avec Yankee. Okay. Was jetzt? Barry, plongé. Ich auch, Julia. Wie kann man sich freiwillig in ein Eisbad legen? Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Es ist alles so lebendig. Voll lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt. Um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Hier los. Oh, wir gehen wieder auf die Bühne als Johnny. Yay! Der Einzige, der mir auf den Sack geht.
weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Ich finde es voll cool, dass die, wenn wir jetzt hier gerade Johnny sind, dass das Interface komplett die Farbe geändert hat. Dass man das wirklich unterscheiden kann. Das gefällt mir sehr. Ich mag auch eigentlich dieses lila-blau-gelbe sehr. So hätte eigentlich das ganze Spiel sein können. Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Liegt's am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Verstehe. Denkst also, du hättest mich durchschaut, wie? Du weißt genau, was ich meine. Sieh dich an. Sogar dir selbst machst du was vor. Ist wahrscheinlich das, was du am besten kannst. Vortäuschen. Jo. Du hast Angst. Du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar. Johnny S. Missverstanden von ganz Night City. Das ist es. Da liegt das Problem. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du... Ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft.
Wohin gehst du? Hab noch was vor. Silverhead! Boy! Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Wir spielen morgen wieder. Aha. Du kannst... Hat nicht mal seinen Satz beendet. Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Verpisst euch. Aha, da hat einer eine kurze Lunte, hm? Los, lauf! Hey, was denkst du, wo du hingehst? Lass mich an! Johnny! Nein! Lass mich einfach in Ruhe! Lass mich los! Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Ja, ich habe Nacktheit ausgeschalten. Ich weiß nicht, du dürftest vielleicht auch mit Nacktheit streamen. Legst du ich weiß mir wieder nicht. Weg? Hm? Aber ich habe Nacktheit ausgeschalten und die MCL-Musik auch. Also, das hat das Spiel sehr gut gemacht. Wirklich diese Streamer-Freundlichkeit. Ach, wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Das war Arasaka, stimmt's? Für dich ist das immer Arasaka. Weil's immer Arasaka ist. Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Das sieht ein bisschen aus wie Wesker, damit sich die oder? Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht.
Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geht dich ein Scheiß an! Unentschlossen, was? Ja, soll zwischen euch ganz schöne Spannungen gegeben haben. Ehrlich, mich interessieren euer Liebeskram und eure Sexkarpaden null. Ich will wissen, warum Arasaka sie gekrallt hat. Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saka hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Was für eine Ladung Dünnschiss. Komm jetzt. Dann lass deine Erklärung hören. Bin ganz Ohr? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Entspann dich. Okay. Es ist um 6. Ich wollte halt ungern ewig überziehen, weil ich muss da ein bisschen was machen. Kann ich hier speichern, bitte? Sieht so aus. Ich würde hier morgen weitermachen, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht. Und ja, wie gesagt, ich muss da ein bisschen was machen. Ist auch ein bisschen komisch, mitten in der Mission zu pausieren, aber ich muss. Ja, interessant. Also, wir sind in der vorletzten Story-Quest. Es gibt dann noch ein Finale. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert, wie wir das triggern oder ob wir das schon irgendwie getriggert haben mit Takemura oder so. Ich weiß nicht.